So, das Spiel startet und man sieht auch schon das Herstellerlogo Namco. Ein sehr namhafter Hersteller. Hat früher auch bessere Spiele gemacht als heute. Naja. Oh, es geht schon los. Und zack, 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 zack. Bang, 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 bang. Geschafft. Erste Reihe geschafft. Also man kriegt 8 zusätzliche Autos, wenn man das schafft. Zack, zack, zack. Und geschafft, ja. Also 8 Bonusautos, so gesehen, wenn man alle Schiffe abknallt. Zack, 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 zack. Oh nein, komm schon. Geschafft, oh. Okay, jetzt kommt die letzte Reihe. Das ist die schwerste. Oh. Geschafft, oh, juhu. Würde Homer Simpson sagen, geschafft. Perfetto, yeah. Jetzt habe ich 8 zusätzliche Autos. Ob die etwas bringen? Eine davon benutze ich wirklich. Also nur ein Auto von diesen 8 Bonusautos. Und Rage for the Revolution. Yeah, das weckt Erinnerungen. So, ich zeige euch mal die 8 Autos. Das sind die 4 normale und das sind die zusätzlichen 8 Autos, die man bekommt, wenn man alle Schiffe abknallt, so wie ich. Ja, ja, cool, perfekt. Und dann wollen wir mal mit dem ersten Rennen anfangen. Bis gleich. So Leute, das erste Rennen starten wir jetzt mal. Wählen wir das Auto, das ist hier übrigens die coolste Schleuder. Das ist das sogenannte Rivalenauto. Und los geht's. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel labern soll, aber auf jeden Fall muss man das Gas immer zwischen 6 und 7 halten. So, los geht's. Start. Das erste Rennen seit zig Jahren. Nun gut, schauen wir mal. Übrigens, das Lied hier, was gerade läuft, ist das absolut coolste Lied von allen. Also, wenn ihr das hören wollt und die ganzen Zusatzgeräusche, klickt jetzt einfach mal gleich unten auf den Titel, der unten erscheint. Also dieser weiße Kasten mit der Schrift. Einfach draufklicken und dann gelangt ihr direkt zum sinnigen Liedchen. So, jetzt kommen die ersten Jumps. Voll retro, ihr seht die Wucht total realistisch, ne? Wie hoch man hier jumps. So realistisch. Bam! Und der hier driftet. Ich hab's immer noch voll drauf, seht ihr das? Seit zig Jahren nicht mehr gezockt und trotzdem habe ich es noch voll drauf. Tja, halt ein Mann, ne? Und das Auto. Also wir haben Benzin im Blut, ja, ja. Und Frauen, bitte keine technischen Kommentare wie ala Macho-Schwein und so, bla bla bla. Ich bin kein Macho. Ich bin eher sowas wie ein Gentleman. Das war nur gerade eine Ausschweifung, um zu zeigen, dass ich es voll drauf habe, wie ihr seht. So, noch keine Mauer geküsst. Ah, geschafft. Kleiner Sprung, Kugel und wow, was für ein Sprung, Leute. Habt ihr das gesehen? Das waren ja höchstens 12 cm. Oh, super, super, super. Ich quatsche gerade vor viel dabei, habe ich euch versprochen. Die Klappe zu halten, damit ihr die coole Musik hören könnt. Nein, ich rede lieber. Und wieder ein Jump. Yeah, mal zack. Man sieht, wie realistisch das Flugzeug in Autos ist. Das sind so kleine Flugzeuge, wie man sieht. Aber trotzdem, ein geiles Spiel. Es macht voll Laune. Es ist zwar schon so alt und voll retromäßig, aber oh, scheiße. Und trifft, yeah. Geschafft, Alter. Habt ihr das gesehen? Das war doch mal ein Bilderbuch drin, oder nicht? So. Übrigens hat eben schon ein neuer Rekord von mir gedreht, ja, ne? Das ist am Anfang immer so. Wenn ihr das Spiel ganz frisch spielt, so wie ich jetzt, dann macht ihr lauter Rekordrunden. Das ist voll cool, ja. Und trifft, ja. Geschafft. Und wieder ein kleiner Sprung. Zack. 2 cm. Juhu. Keep going. Wir sollen die Dinge abgehen. Ja, mehr geht nicht. Die Beginnautos sind total langsam. Mann, 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 und trifft, Alter! Mein Gott, das war ein Scheißdruck, das hat so viel Geschwindigkeit gekostet. Das weckt Erinnerung, dieses Spiel zu spielen. Und nein, ich habe dieses Spiel auch original auf der PlayStation. Also, ich habe noch eine uralte PlayStation hier stehen. Nicht die kleine PS1, sondern dieser dicke Klotz, also die PSX, das ist der Urvater von der PlayStation. Der steht hier. Der ist sonst grauer als grau, weil der schon total verstaubt ist, die Konsole. Aber ich habe alles original, wie ihr seht. Aber es ist mir zu blöd, ich kann schlechter hier auf der PS1 das Spiel und das irgendwie mit dem Handy aufnehmen. Okay, mit dem iPhone ist ein bisschen krank ausfallen, ne? Das hat nicht so die beste Kamera, aber naja. Und Leute, die letzte Kurve. Zack, trifft uns. Oh, verdammt. Und, oh Mann, das war ein richtiger Scheiß, ein Sprung. Kein Sprung. Na gut, gleich geht's weiter. Leute, ich hab's geschafft, ich bin der Beste, ich bin der Sieger und... So Leute, weiter geht's mit Rennen Nummer 2.
Nehmen wir diese Karre. Die ist ganz gut. Die hat zwar Karotte, aber die Karre ist trotzdem ganz gut. Die hat ein feines Handling. Ideal für die zweite Strecke. So, sieht übrigens diese heiße Dame vor uns. Ja, ne? Das ist doch eine Frau. Aber Leute, ne? Eine Schwachwelle, die besteht leider nur aus verdammt vielen Pixeln und ist nicht real. Also, so. Und wie auch wie zuvor bei dem ersten Track könnt ihr diesen jetzt, indem ihr auf den weißen Balken klickt mit dem Namen von dem Lied, draufklicken und schon gelangt ihr zu dem Video, also zu dem Liedchen. Ihr könnt es direkt anhören, ohne mein Geplapper, ohne die ganzen anderen Sounds, die gerade stören. Entschuldigung. So, und wie ihr seht, ist die Strecke etwas cooler. Und jetzt, Jump! Bang! Die Karre fühlt sich übrigens total, fetch, total cool. Und der erste Drift. Ja, geschafft. Nicht gegen die Mauer geknallt. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich bin der Beste. Und diese Kurve hasse ich. Geschafft, Leute. Geschafft. Ich bin der Beste. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich die erste Mauer küsse. Übrigens, bei der Karre müsst ihr anders wie bei der ersten, müsst ihr, da das Auto so ein gutes Handling hat, müsst ihr vom Gas gehen und dann auf die Bremse treten. Das heißt, so driftet diese Karre zumindest. So, und die erste Karre, die ich gefahren bin, ach verdammt, ich dachte, das ist eine perfekte Runde, so eine Scheiße. Ihr habt nichts gesehen, okay? Also, anders wie bei der ersten Karre, die ich gefahren bin, also Yellow Solvalu, oder wie das ausgesprochen wird, ist bei der Karre das Handling voll super, also wie ihr seht, ich kann durch die Ecken halten, alles Vollgas, ohne vom Gas zu gehen und Jump, yeah, springt auch schon direkt höher. Also bei der Karre ist es ganz anders, ihr müsst nämlich auf die Bremse treten. Vom Gas gehen, Bremse treten und durch die Zeit das Wort Bremse. Die andere Karre lässt sich besser driften. Mein Gott, der hängt mir am Arsch hier. Die hässliche Karre. So, Kurve und Jump, Alter. Das war knapp. Habt ihr das gesehen? Und ich hatte diese Kurve. Oh, geschafft. Ey, ich bin echt verdammt gut. Eigenlob stinkt, sagt man immer. Ja, hier stinkt's nach Eigenlob und das kommt nicht von mir. Nein, das kommt nicht von mir. Und bereits ein Zollgas, Alter. Oh Mann, ich rede so ein Scheiß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich muss mich hier gerade voll konzentrieren, um die Mauer zu bashen. Und ich bin schon einmal gegen die Mauer geknallt. Verdammt, ich wollte eigentlich eine perfekte Runde machen, so wie beim ersten Rennen. Ja. Oh nein! Verdammt. Ihr habt das nicht gesehen. Ich muss das rausschneiden. Ein Movie, schneid es raus. Oh, schon wieder. Nur so ein kleiner Sprung. Und kein Rekord. Nein. Aber ich zeig mal die Mauer geknutscht habe. Verdammt. Und wieder. Ja, Alter. Und das war perfekt. Oh mein Gott, das war perfekt. Oh, ich hab's geschafft. Und ich versuche in dieser Runde mal nicht die Mauer zu knutschen. Alter, ich bin nervös. Ich schwitze und ihr seht das ja gerade zwar nicht live, aber ich will nicht wieder gegen die Mauer brettern. Zweimal reicht. Alles zweimal, ja, ich glaube schon. So, wieder ein perfekter Drift meinerseits. Ja. Leute, wisst ihr was? Ihr könnt auch mal ein paar Videos drehen mit diesem Spiel und zeigen, wer besser fahren kann als ich. Ja, ich bin voll gut, seht ihr das? Ja. Ich weiß, ich trete dazu immer auf die Bremse, aber auch nur um gegen die Mauer zu fahren. Das wird immer voll scheiße, man geht die Mauer brettern. Vor allem in den Replay, die ich extra wegschneide. Ja, die gehören mich dazu. So, vor allem die Musik und Musik ist mal voll krank. Leute, ich bin jetzt noch nicht in die Mauer gefahren. Scheiße! Habt ihr gesehen? Das war knapp. Uiuiui, gut, dass man ein Auto eine Bremse hat. Und die letzte Kurve, den noch einkassiert, überrundet. Und geschafft, Leute, geschafft. Sprung und hier, ich bin der King of Swing. So, Leute, wieder ein kleiner Schnitt und bis gleich.